Der Fragebogen. Fragetypen und Elemente, die Sie in der Umfrage platzieren können. Wie ich Ihnen eben schon bereits gezeigt habe, haben Sie jetzt kennengelernt, wie Sie eine neue Umfrage anlegen. Hier möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Fragetypen der Umfrage hinzufügen und welche weiteren Möglichkeiten Sie haben, um eine Umfrage aufzubauen. Dazu nehmen wir wieder unsere erste Testumfrage, die sobald Sie eine Umfrage in der Übersicht anklicken, landen Sie immer direkt im Fragebogen. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, Ihren Fragebogen individuell aufzubauen. Das Ganze teilt sich klassisch erstmal in drei Bereiche auf. Das heißt, wir haben als erstes immer eine Begrüßungsseite, die ist dafür da, um den Teilnehmer inhaltlich zu begrüßen und das Thema vorzustellen bzw. den Grund der Befragung. Danach folgen die Frageseiten. Hier ist es erstmal standardmäßig eine Frageseite angelegt. Und zum Schluss ganz klassisch die Abschlussseite. Das ist dann die Vielen Dank-Seite, um uns beim Teilnehmer zu bedanken. Über die jeweiligen Plus-Buttons, die wir hier sehen, können wir dem Fragebogen Elemente hinzufügen. Auf der Begrüßungs- und Abschlussseite ist es nicht möglich, Fragen einzufügen, da wie gesagt das nur informative Seiten sind. Hier haben wir die Möglichkeit, Text einzufügen, ein Bild-Upload zu tätigen, wir können ein Video verlinken. Wir können eine Audiodatei hochladen oder verlinken oder aber auch eine Trennlinie einfügen. Wenn ich jetzt Text einfüge und auswähle, bekomme ich den Texteditor. Das kennen Sie wahrscheinlich aus Word. Und hier haben Sie dann die Möglichkeit, einen Begrüßungstext zu schreiben. Lieber Teilnehmer, wir freuen uns auf dein Feedback. Liebe Grüße. Beste Grüße, jetzt nochmal beste Grüße. So. Der Editor, wie Sie den aus Word aus kennen, können Sie hier auch die Schrift formatieren. Das heißt, wir können die Schriftgröße wählen, setzen es ein bisschen größer, weil wir nicht so viel geschrieben haben. Ich kann die Ausrichtung auch auf die Mitte setzen oder ähnliche Funktionen, aber das muss ich Ihnen, denke ich, hier nicht erklären. Das kennen Sie sicherlich alles. Somit speichern wird das Element der Umfrage hinzugefügt. Wir sehen jetzt hier zwei Elemente. Das ist der Standardtext von uns. Den können Sie mit dem X einfach rauslöschen. Und somit haben wir dann unseren eigenen persönlichen Begrüßungstext. Und hier drüber hätten wir noch die Möglichkeit, einen Umfragetitel zu vergeben. Zum Beispiel Ihre Meinung. Na, deine Meinung ist uns wichtig. Oder aber auch einen anderen Titel, je nach Thema der Befragung. So, das haben wir gesetzt. Und auf den Frageseiten, wir haben jetzt eine Seite, haben wir die Möglichkeit, den Fragebogen mit Inhalt zu füllen. Über den Plus-Button wird uns jetzt auch angeboten, dass wir Fragen hinzufügen können und auch neue Seiten. Ich klicke auf Neue Seite, wir haben jetzt eine zweite Seite und mit Neue Seite können wir auch noch eine dritte Seite hinzufügen. Wir wählen jetzt Frage aus. An der Stelle erhalten Sie eine Auswahlmöglichkeit der angebotenen Fragetypen. Das heißt, wir bieten Ihnen an eine klassische Ja-Nein-Frage. Dann haben wir die geschlossene Frage. Das ist eine Multiple-Choice-Frage mit Einfach- oder Mehrfachnennung. Wir können offene Textfragen stellen. Das sind einzeilige Textfelder oder auch große Textfelder. Wir haben die Möglichkeit, eine Bildfrage zu platzieren. Der Fragetyp ist relativ identisch mit der geschlossenen Frage, nur dass hier durch die Bilder die Antwortoptionen emotionaler aufgeladen werden. Wir haben die Möglichkeit, eine Beurteilungsfrage, eine Matrix zu platzieren, wo wir auch die Abstufung frei wählen können. Das Ganze können wir auch noch in einer Doppelbeurteilungsfrage platzieren. Das heißt, wir können auf zwei Achsen eine Bewertung stattfinden lassen. Dann haben wir eine klassische Skala-Frage oder auch NPS-Frage. Wir haben eine Rating-Frage, wo mit unterschiedlichsten Icons, ich glaube 10 Stück an der Zahl sind es, ein Rating erfolgen kann. Die Abstufung kann auch wieder frei gewählt werden. Wir bieten einen Schieberegler an, wo die linke und rechte Seite frei definiert werden kann. Das heißt, wir können hier minus 100 bis plus 100 oder 0 bis 100 oder 0 bis 10, je nachdem, wie Sie möchten. Wir haben die Möglichkeit, ein Ranking zu erstellen. Das heißt, Antwortoptionen werden vorgegeben und können aus einer Auswahlbox in eine andere Box geschoben werden vom Teilnehmer. Und dann hat der Teilnehmer noch die Möglichkeit, die in eine Hierarchie zu setzen. Dazu bieten wir eine semantische Differentialfrage an. Das ist ein Polaritätenprofil, wo Eigenschaftspaare
gegenübergestellt werden und der Teilnehmer relativ schnell aus dem Bauch heraus seine Meinung abgeben soll, seine Bewertung. Und dann bieten wir eine variable Frage an. Das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Fragetypen. Bietet sich immer sehr gut an für demografische Daten oder ähnliches in dem Umfeld. Wir haben hier die Möglichkeit, Einfachauswahl abzufragen. Wir können ein Textfeld setzen. Wir haben einen Dropdown für Zahlen. Wir haben einen Dropdown für Text und natürlich auch wieder die Mehrfachantwort. Das kann frei auch in der Reihenfolge kombiniert werden. Dann bieten wir noch eine Gewinnspiel-Newsletter-Frage an. Dieser Fragetyp wurde extra für diesen Anwendungsfall konzipiert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, personenbezogene Daten für die Anmeldung eines Newsletter oder Gewinnspiel abzufragen. Das ist die Anrede, Name, E-Mail oder auch Telefonnummer, je nachdem, was Sie benötigen, Unternehmen. Das können Sie frei konfigurieren. Was es dazu noch gibt, sind die Zustimmungsboxen. Das heißt, je nachdem, was Sie abfragen, benötigen Sie die Zustimmung der Person. Das können die Teilnahmebedingungen sein oder auch die Datenschutzbestimmungen. Das können Sie hier dazu setzen und auch verpflichten, sodass der Teilnehmer das anklicken muss, damit Sie auf jeden Fall die Zustimmung und Erlaubnis erhalten. Und wie Sie hier unten schon sehen, haben Sie auch die Möglichkeit, Teilnahmebedingungen oder Datenschutzbedingungen direkt in der Umfrage zu platzieren, sodass Sie auch Ihrer Informationspflicht nachkommen. Und als letztes bieten wir Ihnen noch die Media Upload an. Das ist ein Upload, den Sie im Fragebogen platzieren können, wo der Teilnehmer eine Datei hochladen kann. Ich beginne jetzt einfach mal mit der geschlossenen Frage und zeige Ihnen, wie die Frage angelegt wird. Sobald Sie einen Fragetyp ausgewählt haben, kommen Sie hier in den Bearbeitungsbereich und haben dann die Möglichkeit, einen Fragetext zu setzen. Ich sage jetzt einfach mal exemplarischer Fragetitel. Sie können hier auch mehrzeilig arbeiten mit Enter oder halt auch einzeilig, wie Sie möchten. Darunter können wir einen Hinweistext setzen. Und dann folgen die Antwortoptionen. Hier als Beispiel mal Antwort 1, Antwort 2, Antwort 3. Mit Plusantwort können Sie einfach weitere Antwortoptionen hinzufügen, so viele wie Sie benötigen, oder diese aber auch hier rechts wieder rauslöschen. Das ist relativ einfach und intuitiv. Darunter, unter jeder Frage, finden wir die Einstellung. Auf der linken Seite haben wir immer die fragespezifischen Einstellungen, die für diesen Fragetyp gelten. Und auf der rechten Seite haben wir die allgemeinen Einstellungen. Das heißt, wir können jede Frage als Pflichtfrage setzen. Wir haben die Möglichkeit, ein Hilfe-Icon zu platzieren. Hier können wir jetzt Lorem Ipsum reinschreiben und sehen dann hier oben ein Hilfe-Icon, einen kleinen Tooltip, wo denn der Text wieder angezeigt wird. Wir haben die Möglichkeit, bei diesem Fragetyp und auch bei ein paar anderen die Antworten zu randomisieren. Wir können unter die Frage noch ein zusätzliches Textfeld platzieren, zum Beispiel bitte nenne die Gründe für deine Meinung. Das Textfeld können wir auch in der Größe variieren, das heißt, wir können hier zum Beispiel 75% Breite machen und vielleicht 5 Zeilen. Das ist immer so ein bisschen abhängig, wie viel Text wir erwarten oder fordern, sage ich jetzt mal vorsichtig in Anführungsstrichen. Denken Sie daran, umso größer die Aufgabe wirkt, umso weniger Interesse besteht, die auszufüllen. Wir Menschen sind von naturgemäß faul. Wenn Sie hier nicht übertreiben, werden Sie wahrscheinlich ein besseres Ergebnis erzielen. Dazu gibt es dann noch die Möglichkeit, einen Keine-Angaben-Button zu setzen. Der ist dafür da, wenn Sie die Frage als Pflichtfrage markiert haben, dann muss der Teilnehmer die Frage beantworten. Wenn der Teilnehmer die Frage aber nicht beantworten kann oder auch nicht möchte, dann geben Sie ihm mit dem Keine-Angabe-Button die Chance, die Frage trotzdem zu bewerten, sage ich jetzt mal, auch mit keiner Antwort dementsprechend, und die Person kann die Umfrage fortführen. Andernfalls würde die Person abbrechen und ja, Sie hätten einen Teilnehmer verloren. So, darunter gibt es noch die Möglichkeit, Textfelder zu validieren, wenn Sie mit Textfeldern arbeiten. Wir haben jetzt hier keine angewählt. Wir könnten aber, wenn wir hier links mal die Einstellungen durchgehen, hätten wir als erstes, dass wir die Antworten als Dropdown anzeigen können. Wir haben die Möglichkeit, es ist nur eine Antwort möglich. Dann sehen wir schon, dass hier oben die Radio-Buttons sich platzieren und die nicht mehr möglichen Funktionen blenden sich aus.
Und dann können wir ein zusätzliches Texteingabefeld zu den Antwortoptionen setzen. Das heißt, wir klicken das an, aktualisieren und sehen dann hier Inputfelder, wo der Teilnehmer noch eine Zusatzinfo setzen kann. Wenn wir das nicht überall brauchen, können wir die auch einfach deaktivieren, sodass wir am Ende nur ein Inputfeld haben. Oder aber auch das sonstige Textfeld platzieren, klassische Antwortoption bei dieser Frage, sodass der Teilnehmer hier mit Sonstiges antworten kann. Sobald wir bei den Fragetypen mit Textfeldern arbeiten, haben wir die Möglichkeit, diese zu validieren. Das hilft ihm bei der Auswertung mit sauberen Daten zu arbeiten. Dazu haben wir verschiedene Optionen. Die erste Option ist die Zeichenlänge. Das heißt, wir können definieren, wie viele Zeichen angegeben werden müssen. Wir haben die Möglichkeit, ganze Zahlen abzufragen. Wir können Dezimalzahlen abfragen. Wir haben einen Datumsbereich, den wir setzen können. Das heißt, über diesen Datepicker können wir einen Bereich definieren, in dem der Teilnehmer auswählen kann. Wir können eine E-Mail validieren. Das sind die klassischen Zeichen einer E-Mail, die dort geprüft werden. Wir haben eine Website-URL, die abgefragt werden kann, oder aber auch eine Postleitzahl. Das sind die Optionen, die wir Ihnen hier bieten, damit Sie saubere Ergebnisse am Ende für den Export erhalten. Genau, darunter gibt es noch die Möglichkeit, interne Werte zu setzen. Das erkläre ich ganz kurz. Klassischerweise wird die Textantwort, die wir oben eingeben haben, in den Excel-Export oder auch CSV-Export und SPSS übergeben. Das sind aber nicht unbedingt Werte oder mit diesen Textwerten kann man schlecht Berechnungen erstellen. Deswegen könnten wir das jetzt überschreiben und sagen, anstatt den Text Antwort 1 gibt es einen Punkt, hier gibt es dann zwei Punkte und hier gibt es drei Punkte. Und wenn keine Antwort gegeben wurde, dann sollen bitte 0 Punkte übergeben werden. So, und ganz zum Schluss haben wir noch die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen. Ich hatte eben schon kurz erklärt, dass wir Bilder platzieren können als Zwischenelement. Mit diesem Bild-Upload hier haben wir die Möglichkeit, direkt an der Frage ein Bild zu platzieren. Und das können wir über dem Fragetitel oder direkt unter dem Fragetitel machen. So, das war jetzt eine ganze Menge. Ich klicke mal auf Speichern. Ah, hier ist die Validierung, die von mir eine Eingabe erfordert. Wir deaktivieren die Validierung und klicken jetzt auf Speichern. So, die Frage hat sich jetzt im Fragebogen angelegt. Das heißt, das, was wir eben eingestellt haben, sehen wir jetzt auch als fertigen Fragetypen. Wie Sie schon sehen, erhalten wir dann weitere Buttons oder Möglichkeiten, sobald wir Fragen angelegt haben und uns mit der Maus darüber bewegen. Das heißt, wir können zum einen die Frage bewegen, das heißt einfach die Position durchtauschen im Fragebogen. Wir haben die Möglichkeit, die Frage zu bearbeiten. Wir können die kopieren. Mit Klick darauf wird die Frage kopiert und dann haben wir sie jetzt ein zweites Mal im Fragebogen. Wir haben auch die Möglichkeit, umfrageübergreifend zu kopieren. Das heißt, ich kann hier eine weitere Umfrage auswählen und dann auch noch die Seite entscheiden, wohin ich diese Frage kopieren möchte. Das ist problemlos möglich. Wir können Filter und Sprünge und Logiken anlegen, dazu später mehr. Genau, und wir können die Frage auch einfach wieder löschen. So, ich lege jetzt noch mal eine zweite Frage an. Das ist eine klassische Ja-Nein-Frage. Machen wir uns das mal ein bisschen einfacher an der Stelle. So, jetzt haben wir auch die Ja-Nein-Frage. Und wenn wir jetzt den Fragebogenverlauf ein bisschen gestalten möchten, dann schieben wir einfach die Ja-Nein-Frage hier auf die zweite Seite. Und hier unten möchten wir noch eine dritte Frage hinzufügen. Und das ist eine Rating-Frage zum Beispiel. So, wie viele Sterne gibst du uns? Exemplarisch. An der Stelle machen wir mal eine klassische Fünferbewertung, richten die Links aus und klicken auch wieder an auf Speichern. Und somit haben wir unsere dritte Frage im Fragebogen. Wenn Sie sich das anzeigen lassen möchten, wie der aktuelle Stand ist, können Sie immer hier oben rechts auf die Vorschau klicken. Dann öffnet sich ein neuer Tab und wir sehen den aktuellen Stand, den wir bis jetzt aufgebaut haben. Das heißt, wir haben hier wieder unseren Fragetitel, unseren Begrüßungstext und die Umfrage startet. Und hier finden wir dann genau die Fragen, so wie wir sie eben angelegt haben, als Darstellung einfach, so wie der Teilnehmer es dann später auch sehen wird. Genau, mit weiter kommen wir auf die nächste Seite, das ist unsere Ja-Nein-Frage oder aber auch auf die
Sternefrage und können dann zum Schluss die Umfrage abschließen. Das war es erstmal grob für den Fragebogenaufbau. Was ich Ihnen noch sagen könnte, wäre, dass Sie natürlich auch Seiten löschen können. Über das X-Icon lassen sich auch Seiten löschen oder diese aber auch in der Position verschieben. Das heißt, ich schiebe die mal kurz hoch. Dann haben wir die Ja-Nein-Frage als erste Frage. Ja. Was Sie noch vielleicht wissen sollten, wäre, dass Sie jederzeit alle Fragen bearbeiten können. Das heißt auch, wenn eine Frage bzw. eine Umfrage schon veröffentlicht ist und auch schon Ergebnisse vorhanden sind, ich nehme mal eine bestehende Umfrage, haben Sie die Möglichkeit, die Fragen und den Fragebogen zu bearbeiten. Sie klicken einfach auf Bearbeiten und erhalten dann auch hier wieder die Bearbeitungsmaske. Jedoch wird Ihnen angezeigt, dass zu dieser Umfrage schon 10 Ergebnisse, zu dieser Frage, Entschuldigung, schon 10 Ergebnisse vorhanden sind. Das heißt, wenn Sie jetzt hier drin arbeiten, seien Sie bitte vorsichtig. Alles, was Sie rauslöschen, sprich jede Antwortoption, die Sie löschen, dadurch löschen Sie auch die Ergebnisse, die dafür schon gegeben worden sind. Beziehungsweise, wenn Sie gesamte Fragen löschen, löschen Sie auch die Ergebnisse dahinter. Aber es ist trotzdem gar kein Problem, dass Sie hier Marketing und Produktion oder Produktentwicklung, sage ich jetzt mal, hier einfach Texte ergänzen. Das tut dem System nicht weh. Auch wenn Sie vielleicht einen Schreibfehler entdeckt haben oder ähnliches, dann können Sie das einfach anpassen. Das ist gar kein Problem. Nur beim Speichern bitte vorsichtig, beim Löschen bitte vorsichtig sein, denn damit löschen Sie auch die Ergebnisse. Das war's an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß beim Erstellen Ihrer Fragebögen.